Spannende Interviews, aufwendige Vlogs und Unterhaltung dank Fabian alias Tooflash. Dass die YouTube-Megastars, die Lochis, einen zweiten Kinofilm machen, wissen wir nur durch ihn, wie Herr Newstime, Awesomeness TV und viele andere Sender, wie unter anderem Promiflash, berichteten. Und das ist sehr viel Arbeit, vor allem als Schüler mit der Schule nebenher, berichtet Tooflash aus eigener Erfahrung. Schule und YouTube zu vereinen ist wirklich nicht immer ganz leicht, aber der Spaß an YouTube überwiegt einfach. Trotzdem hat er auch schon beispielsweise mit YouTube-Megastar Jarov gedreht. Im TV war er auch bereits präsent, zum Beispiel über sein soziales Engagement im Tierheim Stuttgart. Aber nicht nur online, sondern auch in den Printmedien. Die Zeitung der Geburtsstadt Stuttgart berichtete, dass er YouTube nicht des Geldes willen macht, sondern weil es mittlerweile sein liebstes Hobby sei. Es mache ihm einfach großen Spaß. Seine aufwendigen Videos bekommen auch andere YouTube-Stars mit. So kommentiert auch Alexander Straub, Fräulein Chaos und Benji TV, sogar Keanu Rapp mit 500.000 Abonnenten bei Instagram kommentiert öfters. Wir wünschen dem Newcomer weiterhin viel Erfolg. Hier ist Leons Live back mit einem neuen Video und ihr seht es schon hier bei mir. Ich habe einen anderen netten YouTuber am Start, nämlich den lieben Fabian vom Kanal Tooflash. Yo, hi! Und wie ich euch schon auf Instagram und WhatsApp mitgeteilt habe, habe ich heute mit ihm ein kleines Interview vor. Ich werde ihm einfach ein paar Fragen stellen und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Für alle, die ihn noch nicht kennen, du kannst dich ja gerne mal selber vorstellen. Genau, hi, ich bin Fabian vom Kanal Tooflash und danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, bin gespannt. Ich freue mich, dass es so spontan geklappt hat. Ja, gar kein Problem. Und dann würde ich einmal anfragen, du kannst ja mal sagen, was du auf deinem Kanal machst. Schon mal so. Genau, also ich mache auf meinem YouTube-Kanal Interviews mit den unterschiedlichsten YouTubern. Beispielsweise mit den Lochis, mit Fresh Torge, mit Mike Singer, mit Dennis TJ, alles mögliche dabei, genau. Perfekt, denn genau darauf bezieht sich auch die erste Frage, nämlich was war bisher dein größter Star, den du getroffen hast? Für dich jetzt persönlich, egal ob YouTuber oder anderer, prominent, aber so für dich, was war dein größter Star? Sehr gute Frage, also für mich persönlich war es Fresh Torge, weil es auch so für mich persönlich mein Lieblings-YouTuber ist und das Interview hat einfach total viel Spaß gemacht. Nur als Beispiel, der Kameramann, der Freund, der das Interview gefilmt hat, saß am Ende neben dem Stativ und hat nur noch gelacht. Er hat wirklich nichts mehr hingekriegt, nur noch über das Interview gelacht. Weil Fresh Torge ist wirklich ein Mensch, der ist nicht nur vor der Kamera lustig, der ist komplett in seiner Art total lustig. Und es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und sonst natürlich die Lochis, die mir auch so ziemlich, ja, zu so einem Interviewnamen in die Richtung verholfen haben. Nee, den hast du ja auch schon ein paar Mal gemacht. Habe ich auch schon auf deinem Kanal gesehen, genau. Schon zwei, drei Mal. Dann auch eine sehr interessante Frage, die ich auch von einer Zuschauerin bekommen habe, nämlich wie machst du das mit Schule und YouTube zusammen? Weil gerade mit Interviews und Rumreisen und nebenbei noch Schule, wie klappt es bei dir? Wie gehst du damit um? Ja, das ist auf jeden Fall wirklich eine schwere Sache, weil, also erstmal, die Schule versteht es oft halt auch nicht, wenn man dann, ich sag jetzt mal, 10 Minuten früher gehen muss, weil man sonst das Interview überhaupt nicht mehr schafft, dann braucht man extra eine Beurlaubung. Auf der anderen Seite gibt es Lehrer, die damit ultra locker umgehen, die sagen, hey cool, wir unterstützen dich, geh halt jetzt 10 Minuten früher, alles gut. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der Regelfall, aber immer mal wieder einfach. Und dann ist es schon ganz locker, aber was manchmal schwer ist, beispielsweise mal bis Sonntagabend auf irgendeiner Veranstaltung und da manchmal geht es ja schnell bis 23 Uhr rein, gerade wenn man auf dem Konzert ist, da noch Aufnahmen macht und dann am nächsten Tag, Montag, 1.2. irgendeine Klausur zu schreiben, ist dann wirklich hart und das ist manchmal wirklich sehr stressig. Bei mir macht es einfach Spaß, auch weil ich an meiner Schule eben auch Schulsprecher bin, das heißt, ich bin schon zur Schule wirklich verbunden. Das ist für mich nicht so eine Sache, ja, scheiß Schule, sondern ich bin mit der Schule wirklich auch verbunden, ich mag die Schule und da zusätzlich eben YouTube so ein bisschen meine Vision, was mir Spaß macht, das ist dann schon ganz cool. Gibt es bei dir irgendwie so einen speziellen Ablauf, wann du Videos aufnimmst oder ist es speziell dann abhängig, wie du Arbeiten in der Schule schreibst oder wie es in der Schule läuft? Also es ist einfach völlig spontan. Also ich lade ja jeden Sonntag um 19 Uhr ein Video hoch, das heißt um die Uhrzeit muss das Video dann eben komplett fertig sein und eben auch online. Das heißt meistens ist es so, wenn ich auf einem Event bin, dass ich mehrere Interviews produziere. Entweder mit der gleichen Person, dann entweder oder Video, wahr oder falsch Video und dann eben noch ein Interview.
Und dann beispielsweise noch einen Vlog dazu. Oder wenn eben mehrere YouTuber da sind, dann ganz viele Interviews, dass man da wirklich Videomaterial hat, dass es sich dann auch lohnt, zu einer Veranstaltung zu fahren. Und dann ist es meistens so, dass ich Freitagabend oder Samstagabend die Videos schneide. Das geht dann sehr oft bis lang in die Nacht rein. Und ja, dann werden die hochgeladen, so über den Samstag hin, und dann Sonntag sind sie dann online. Je nachdem, wann man genau mit Schneiden fertig ist. Und genau, dann schaut man einfach, dass man das ein bisschen übers Jahr aufteilt. Und wenn man mal überhaupt keine Zeit für ein Video hat, weil es in der Schule echt stressig ist, dann lädt man halt mal einen Trailer oder so hoch. Das muss dann einfach auch gehen. Oder man sagt einfach, heute kommt kein Video. Die meisten, die korrekt haben dafür auch Verständnis. Also. Ja, wobei, also es ist schon schwer, wenn Video eine Stunde später kommt. Dann wirklich per Instagram so, kommt das Video heute doch, das kann es doch nicht sein. Und da kommen dann gleich voll die Beschwerden. Und ich mache das ja auch gern, und ich habe schon für mich Ziel gesetzt, dass es wirklich pünktlich ist. Und ja, also ich schaue schon, dass es immer um 19 Uhr klappt, wenn es mal 20 Uhr ist. I'm sorry. Okay, perfekt. Auch eine sehr interessante Frage. Was sagen deine Eltern bzw. Freunde dazu, dass du YouTube überhaupt machst? Also erstmal zu meinen Eltern, die waren am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil eben bei YouTube ist nicht nur die Sache, mein Sohn ist jetzt da irgendwo im Internet, vor allem die sind natürlich auch eine andere Generation, die kennen das nicht, dass man sich hier jetzt mal geschwind für ein Interview verabredet oder solche Sachen. Die waren am Anfang sehr skeptisch, aber ich habe denen das in Ruhe erklärt, dass es eben ein Hobby ist, das mir sehr am Herzen liegt, und auch, dass ich mit der rechtlichen Seite eben, ich meine, wenn man mal wo ohne Drehgenehmigung filmt oder so, kann es auch sehr ins Auge gehen, dass die einfach wissen und auch das Vertrauen haben, dass ich da sehr vorsichtig bin. Und genau, wie es meine Freunde aufnehmen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Freunde, die sagen, hey Fabi, was soll das? Warum bist du jetzt auf Instagram? Warum machst du jetzt eine Story? Und es gibt Freunde, die das volle Kanne feiern, die dann mit auf die Events gehen und alles. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber man muss auch lernen, mit beiden Seiten umzugehen. Weil, ja, also Freunde gehen auf jeden Fall vor YouTube, und das muss man sich eben auch immer dann wieder vor Augen holen. Hast du denn jetzt auch durch YouTube neue Freunde kennengelernt? Ja, das auf jeden Fall. Also ein super cooler Freund bzw. netter Freund von mir, der auch so immer vor der Kamera ist. Karl der Coole, alle die mir da bei Instagram aktiv folgen, wissen da Bescheid. Der kam auch wegen YouTube auf mich zu, und wir haben uns dadurch wirklich total angefreundet. Sind ein super Duo geworden und machen mittlerweile alles, was YouTube angeht, aber auch bei ihm die Musik eben zusammen, was einfach richtig schön ist. Aber auch so zum Beispiel, ich war bei einem Radiosender und mit dem Moderator habe ich mich super cool angefreundet, und jetzt trifft man sich halt dann auch immer mal wieder mit dem, oder gerade auf Events sind ja auch immer die gleichen Leute da, die gleichen Manager, und da geht man dann danach auch mal gern was zusammen essen oder so. Also das ist dann immer ganz cool. Würdest du lieber einen eigenen Song rausbringen oder lieber einen eigenen Kinofilm produzieren? Oh, gut. Oh, jetzt muss ich überlegen. Okay, also Song oder Kinofilm? Weil ich mache diese Entweder-Oder-Videos und denke immer so, ja, warum überlegst denn du YouTuber das so ewig? Aber jetzt wird es so eine Frage. Okay, Song oder Kinofilm? Ich würde, glaube ich, lieber Kinofilm machen, weil es schon eine richtig krasse Erfahrung wäre. Aber vielleicht so als Projekt, wo ich selber realisiere, dann doch lieber einen Song. Ja, wenn man sagt, man hat ein großes Team, eine riesen Produktionsfirma, wäre ein Kinofilm eine super coole Erfahrung. Also du wärst auf jeden Fall dann doch schon eher der Filmtyp. Ja, Kinofilm wäre eine richtig coole Erfahrung, würde ich sofort mitmachen. Vielleicht ja dann mit Lochi zusammen. Ich wollte gerade sagen, ja, fragt ihn mal und vielleicht erlaubt sich's ja. Das wäre ultra cool. Ich würde es wirklich sofort machen. Sofort, wirklich. Aber wäre eine coole Sache, mal sehen. Er hat an der Uhr gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.